Willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Skate Joy. Ja, wir haben jetzt hier noch wahrscheinlich eine Aufgabe in diesem Park zu machen, in diesem DLC. Ach, guck mal, das läuft doch schon viel, viel besser als beim letzten Mal. So. Hinten? Ah, hallo. Hey, was geht ab? Der Dream Track. Ich hab's nicht weggedrückt. Overflow. Erreiche den Zielscore. Das ist immer eine schöne Aufgabe. 20.000 Punkte. Gucken, ob wir das hinkriegen. So, nicht. Was machen wir denn hier? Irgendwie... Warum kommen wir da nicht hoch? Das ist irgendwie, jetzt gerade funktioniert das nicht so richtig, wie ich mir das hier vorstelle. Warum? Das letzte Mal hat das direkt instant funktioniert, ne? Aber vielleicht, ich springe ab. Vielleicht liegt es daran. Daran liegt es. Man darf nicht abspringen. Ist auch total dumm. Weiß auch nicht warum. Mach mal langsam. Okay. So, mehr Aktivitäten. Der geheime Tunnel. Skate. Achso. Ah ne, wir können noch rocken. Skate in den Tunnel, Gäppe in den Pool, am Ende 540 von der Poolwand. Okay, wir kriegen das schon hin. Warum hat das nicht funktioniert mit den Gap in dem Pool? Ich bin noch da reingeflogen. Oh. Nice. Ist zwar nicht schön gelandet gewesen, aber normalerweise hätte man auch eigentlich aufs Brett fliegen müssen, weil das sehr hoher Aufprall war. Aber wir wollen mal dazu nichts sagen. Ich bin froh, dass ich die Aufgabe geschafft habe. Mega Snake Snack. Taggy Spots. Taggy. Okay. Ah, das zählt auch. Das ist schön. Nee, da gehe ich nicht. Ich mache erstmal den einen, weil sonst kommen wir hier nicht mehr hoch. Oder? Und das wäre ja blöd.
Wir haben auch extrem viel Zeit dafür, finde ich. Der letzte. Schön. Oh, bitte nicht alles nochmal neu. Das wäre jetzt sehr traurig gewesen. Ein bisschen Speed holen. Reicht doch schon. Nee. War nicht schön, aber immerhin. So, es ging bisher alles relativ easy. Ohne Füße. Fall vor die Christ über das Gap. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wie man eine macht. Wir kriegen das hin. Entweder L2 oder R2, eins von den beiden. Wenn es nicht Christ, dann ist es R2. Oder wir müssen uns einfach alles umstellen. Das geht natürlich auch. Okay, dann haben wir jetzt schon die letzte Aufgabe. Danny's Tranny Liste. Mach ein Rocket Air. Mach ein 1-Foot 540 Body Flip über den ersten Hit, Finger Flip und Step Up durch Unterführung. Mal gucken. So ein Rocket Air. Nochmal. Nach unten R2, L2, der Zettel liegt sogar noch hier. Okay. Ja. R2, L2, Entschuldigung. Palme rein. Okay, jetzt muss ich nochmal lesen. Irgendein Quadflip. Hier. Tweak 170. Und hier. Okay. Eieiei, das wär's gewesen. Da hätte ich... Nee, unter Tweaken fällt das, glaube ich, nicht, ne? Damn.
Was soll ich denn hier machen überhaupt? Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? 7 Minuten? Ach komm. Ich weiß nicht, wie ich den Bodyflip hinkriege. Ach komm. Der hätte doch eigentlich. Nee. Adam will einfach nicht. Da muss man echt 100 pro aufkommen. Sonst geht es nicht. Vielleicht sollte ich mich auch einfach nicht drehen. Das muss so wehtun, ne? Ach Mann, warum kriege ich das denn jetzt nicht hier hin? Schön. Ich hab das nicht hin. Ich hab keinen Bodyflip hin. Ich lese mir das nochmal durch. Sonst habe ich immer aus Versehen Bodyflips gemacht, aber irgendwie. Also erst und dann. Nee, will nicht. Quatsch. Nicht weit genug geflogen. War er doch. Nein. Okay, das kriegen wir hin. Nee. Oh Mann, wo krieg ich das denn nicht hin? Soweit, ich muss früher aufmachen. Den letzten Step-Up.